Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im RP-Projekt mit dem lieben Varuna. Servus. Und natürlich den anderen, die wie immer nicht bei uns mit drin sind. Wie gehofft, also wie eigentlich immer, hoffen wir, dass euch das Projekt gefällt. Und lasst ein Abo und ein Like da und denkt dran, was ich euch gesagt habe, was ihr beim lieben Varuna in der Folge 21 und 22 bei ihm da lassen sollt in den Kommentaren. Nur da. Ja. Okay. Gut, steigen wir ein. Herzlich willkommen auch an meine Zuschauer. Vielen Dank für die Anmoderation. Und wir machen weiter hier beim LS19 Wheel Farming Projekt. So. Oh, der Knoll hat schon den Ponzi aufgegeben. Also ich muss mal los, gell? Tschüss. Jo, ciao. Tobias. Jo. Warum hast du den jetzt wieder runtergenommen? Ich dachte, du Wir fährst ihn brauchen ein drauf. bisschen mehr Ladefläche auf dem Ah, Tieflader. verdammt. Daran habe ich nicht gedacht. Kein Problem. So sollte es passen. Probier mal. Jo, ich paste drauf. Ah, hast du diesmal mit Ketten geholt? Das ist besser, gell? Ja. Habe ich auch schon Können wir auch festgestellt. in steileren Geländen. Passt hinten? Jo, passt. Gut. Oh, Moment, Reifenwechsel machen wir heute nicht. So. Bist du mit dem eigenen Auto da? Nee, ich bin mit meinem Traktor da. Na, das ist ungeschickt. Hätten wir gleich zusammenfahren können. Aber egal. Gut, bis dann. Tschüss. Passt. Tschö. Ist die Rundumleuchte noch an? Ja, mach das Licht an. Ah, So. perfekt. Moment, so reicht. Passt. Oder? Ja. Coming out, coming out. Oh, der Aua. Der soll mal seinen Trecker hier wegstellen. Achso, ich soll jetzt zum Sepp, oder? Jo. Fahr gerade mal ein Stück vor. Jo, bin dabei. Gut, also bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Oh, der ist ein bisschen schnell eingestellt. Gut, dann fahre ich damit zum Sepp. Ah, yeah. Das zweite Mal, dass wir hier in Ponze rausfahren. Gut, ich bin immer noch gespannt, was uns der Bürgermeister subventionieren wird an Maschinen. Ich nehme an, ich werde einen Kredit aufnehmen müssen. Rückzahlungsmodalitäten, ja. Eigenes Unternehmen heißt natürlich, wir müssen immer gucken, dass genügend Aufträge anstehen. Ich denke, wir werden genügend Aufträge hier als Förster bekommen. Und es ist ja noch gar nicht durch, ob wir den Auftrag jetzt, den Job jetzt wirklich kriegen. Aber dann könnte ich doch gerade mal den Reinhard anrufen oder der soll mich anrufen. Da muss ich gerade mal nachfragen. So. Ach so, warte mal, der Reinhard ist letztes Mal aufgesessen, als er hier hochfahren wollte. Oh, habe ich jetzt den Ponzo verloren?
Ne, der steht noch. Na, komm schon. Der sitzt immer auf, ey. Denn da jetzt? Probier's mal mit Allrad. Ja, jetzt sitzt er noch mehr auf. Nee, keine Chance. Ey, das macht mich ja verrückt hier. Die Räder drin durch. Ja, sorry, mein Handy startet sich irgendwie dauernd neu. Keine Ahnung, was heute mit dem los ist. Wie nimmt man denn die Schilder hier? Gut, ich hatte um Anruf gebeten. Ja. Ich hatte eigentlich auf Rückmeldung von Ihnen gewartet. Oh, falsch. Andersrum wäre besser. Auf Rückmeldung von Ihnen gewartet, wegen dem. Also, was hat denn die Ausschreibung jetzt ergeben? Muss noch gemacht werden. Ich kriege hier dauernd Anzeigen. Warum kann ich die Scheiße nicht angeben? Also Sie kriegen Anzeigen. Was verbrechen Sie denn? Nicht gegen mich. Nicht gegen mich. Ach so. Okay. Also sie haben einfach viel zu tun. Genau, aber ich lasse sie einfach so zum Förster zu, weil es gab zwar mal einen Förster eine Zeit lang, aber der hat seinen Job nicht gut gemacht. Okay. Ja, ich glaube, der war so lange krank, gell? Oder im Urlaub, der hat sich irgendwie abgesetzt. Immer im Urlaub, ganz schlimm. Also, ja, das ist natürlich komisch. Ja. So, okay. Gut. Okay, gut, das war's schon. Dann freue ich mich und wir hören voneinander. Ja. Sie sagen mir noch Bescheid wegen den Fahrzeugen. Genau. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal oder so. Ja. Tschüss. Tschüss. So, der Herr Lesex wollte was von mir. Hallo. Hallo, Herr Hofer. Ich wollte eigentlich Bürgermeister. Der ist gerade gegangen. Ja. Aber mal eine Frage an Sie, wie geht's Ihnen denn? Was machen Sie so? Ja, ganz gut. Das ist gut. Haben Sie immer noch Arbeit? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was macht denn der Herr Reinhardt hier? Der Sepp hier. Gerade am Ballen zählen. Ballen zählen? Okay. Jetzt habe ich ja endlich alle Ballen bei der PGA, aber die PGA-Leute machen auch nichts an der PGA. Okay. Weil hier liegt alles über den Haufen und niemand macht es. Da müssen Sie sich mal als LU wenden, die sind eigentlich dafür zuständig. Ja, das weiß ich schon. Okay. Ja. Okay, gut, dann bis die Tage mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Servus. Hallo, Sepp. Hallo. Was machst du denn hier? Ja, ein bisschen schwarz am Arbeiten, wenn es so finster ist. Ja. Aber ist das gut mit dem Radlader? Ja, probier du mal. Ein bisschen Schweiß. Ja, ich. Oh Gott. Ja, vor allem, wenn man das so machen muss. Bist du weg? Nicht, dass ich dich über den Haufen fahre. Ich bin weg. Sehr gut.
Ich schaue jetzt mal zu. Also das Problem ist ja, ich kenne ja die Maschine auch. Aber ich habe die halt immer von einem anderen Blickwinkel aus bedient. Achso, ja. Ja, okay, das wird schon interessant. Warte mal, wie... Hä? Hä? Warum kann man den nicht mehr hochklappen? Ach so. Ah, okay. Okay, okay. Wie geht denn die Zange auf und zu? Ah, okay. Am rechten Joystick. Okay. Oh ja, mein. Das ist ja ein Scheiß. Nee, mit dem rechten hast du gesagt, ja. Hast du die jetzt alle schon aufgeladen gehabt? Am rechten Joystick. Ich muss mal gerade hier cheaten. Sorry. Ja, aufgeladen. Okay. Ich muss hier mal cheaten, wirklich, Leute. Es geht viel onboard, aber das. Alter. Hast du das onboard gemacht? Nein, ich hab's auf den Außenpunkt. Okay. Also das ist heftig. Das onboard. Da würde ich durchdrehen. Vor allem die Distanz einschätzen. Also mal einfach off RP. Oh, sorry. Auf der Seite hängt der Baum ein bisschen weit offen. Ja, ich probiere da irgendwie die hochzukriegen, aber. Alter, das ist ja kaum möglich. Ja, vor allem wenn es so finster ist, siehst du ja gar nichts mehr. Das geht nicht mal ums Sehen, finde ich. Ich meine, die Lichter machen, sind schon gut, aber... Alter. Da müssen wir mal mit dem Bürgermeister sprechen, ob wir da nicht vielleicht noch irgendwie... so polnische Arbeiter kriegen, die das automatisch machen. Verstehst du, was ich meine? Warum bist du eigentlich du mit dem zweiten Ponze gekommen oder mit einem zweiten? Der Bauhof hat gesagt, ich soll den herbringen. Achso. Ich soll ich glaub, dich unterstützen. Achso. Ne, jetzt klemmt der Baum da unter dem Getriebe hier. Na, guck mal, das sind doch jetzt ein paar gewesen hier. So. Das ist gut, muss man sagen. Klingeling, klingeling, klingeling. Hallo. Klingeling. Oh, wer ruft denn jetzt wen an? Ich hab gerne den Herrn. Hallo, Herr Reinhardt. Ja, bringt ihr Fahrzeug. Ja. Die bestellen Sie bitte, also ich, warte mal, ich, Sie sind gerade so leise. Ja, also Sie haben ja ein eigenes Konto, gehe ich von aus. Ja, das ist halt nicht so satt gefüllt. Ja, da, soll der die Geräte drüber kaufen, ne? Okay. Ich überweise Ihnen dann die Summe, die es gekostet hat. Und wegen der Steuer soll er sich bitte an mich melden, ne? Okay, die Steuer über Sie... Beziehungsweise Steuer nicht wegen seinem Gewinn. Also die Steuer, Stadt Spatzing... zahlt keine Steuer. Was? Sie begehen Steuerhinterziehung? Das wollte ich jetzt aber nicht gehört haben. Die Stadt kassiert nicht über. Ja, selbst die Stadt muss Steuern... Okay, ist egal. Ja, also das wird dann halt nochmal gesondert. Also wir zahlen eine geringere Steuer. Also ich erkläre das direkt mit dem Händler, was ich brauche. Er rechnet Ihnen den Preis. Ja. Den Preis, diese Summe überweise ich Ihnen. Ja. Ja, genau. Okay. Gut, machen wir es so. Ja. Gut, dann gebe ich dem Sepp Hans mal Bescheid. Ja. Dem Hans-Peter.
Gut. Hab Ciao. Mich gerade gewundert. Ich bin jetzt auf Fahrzeugbergung. So, sie müssen auch gehen. Ja. So. Da, 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 da. Hallo, sind Sie noch Hallo. Im Gespräch? Nein, ich bin jetzt vorbei. Danke fürs Trinkgeld. Passt, ja, bitte. Danke, bitte. Bitte. Och nee, warte mal. Okay, nee, passt. Ja, was gibt's? Nee, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich hier jetzt weiterarbeiten soll oder nee, wie auch immer. Ich glaube, dass irgendwann mal Nachtruhe ist, dass man eben arbeiten darf. Wir haben 22 Uhr ist Nachtruhe offiziell bei uns. Achso, ja. 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 Okay. Ich weiß gar nicht. Ich warte gerade auf einen Anruf vom Herrn Hans-Peter. Ah, du fährst weg? Okay, dann weißt du was? Ich mache mir hier einfach ein bisschen Ordnung für dich. Ja, bitte, danke, war nett. Gut. Oder ist nett. So. So, grüß Gott. Hallo, Herr Bauer. Ich erlaube mir kurz off RP. Ich erlaube mir bei dem Fahrzeug wirklich zu cheaten, ey. Es ist richtig schwer zu fahren. Ja, vor allem onboard, Alter. Also das ist ja. Es gibt Fahrzeuge, da ist es kein Ding, aber bei diesem Teil. Vor allem die Federung in der, während man denkt. Ja, das auch. So. Gut. Vielleicht müssen wir da mal gucken, dass die Polen irgendwie, dass da ein Pole kommt mit dem LKW. Der dann die Arbeit hier, das Aufladen übernimmt. Oder wissen Sie was? Sie machen einfach weiter mit dem Scorpion King und ich mache das Radlader fahren. So, ich soll hier weiterarbeiten? Weil ich wurde jetzt vom Knoll hier eingeteilt zur Radlader zu fahren. Ach so. Aber dasselbe ist ja gerade weg. Ich wollte hier jetzt bloß mal kurz die Bäume noch ordentlich hinlegen. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen die Technik raus. Was hat denn der hier? Kühe. Gut, ich würde sagen, ich muss telefonieren und zwar mit dem Knoll. Und ich gehe mal gerade telefonieren. Hallo, Herr Knoll. Servus. Ich habe den Ponzi jetzt hier abgestellt. Jetzt kam der ja. Martin Bauer, der hat gemeint, er soll Radlader fahren. Was? Also der Ponzi, den ich vom Händler hierher gefahren habe. Ja. Der steht jetzt hier. Ja, und Sie schneiden jetzt Bäume? Nö, ich mache gerade gar nichts. Okay, aber Sie wollten noch einen Auftrag, oder nicht? Ja, eigentlich habe ich schon gedacht, aber irgendwie ist plötzlich die Nacht so schnell hereingebrochen. Okay, also wollen Sie jetzt schlafen gehen? Ja, ich würde jetzt dann demnächst schlafen, ja, und dann morgen müsste man schauen. Mhm. Ja, dann legen Sie sich jetzt schlafen. Und wenn Sie dann Lust haben... Dann melde ich mich morgen nochmal. Arbeiten Sie einfach mit dem Vollerntag. Genau, dann melde ich mich nochmal. Dann okay. Wäre aber eine Strichenliste gut, weil... Ja, das machen wir dann wieder. Genau. Aber passt. Schicken Sie mir noch Geld fürs Herfahren? Fürs Herfahren? Kriegen Sie Geld. Vielleicht bräuchten Sie da oben mal einfach eine Stubenfräse, weil da sind so viele Baumstümpfe, da kommt man gar nicht mehr durch. Ja, ich habe jetzt meine zweite Baustelle schon erledigt. Ah ja. Das okay. Gut. Okay, dann bis morgen. Schlafen Sie jo. Gut, gell? Tschüss. Ciao.
So, Freunde, das war's von der heutigen Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Macht's gut, haut rein. Nein, bis Montag. Haut rein, macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.